Bernhard Deutz und eines seiner Instrumente. Ein Streichbass mit nur zwei Saiten, den er für die Musiktherapie entwickelt hat. Eigentlich ist er studierter Sozialpädagoge. In einer Zeit, in der Deutz sich nach einem neuen Arbeitsfeld umgeschaut hat, ist ihm der Instrumentenbau begegnet. Dieses Feld, therapeutische Saiteninstrumente zu bauen, war für mich eine wunderbare Gelegenheit, verschiedene Bereiche zusammenzuführen, die mich halt sehr stark interessieren. Das pädagogisch-therapeutische, das musikalische und das handwerklich-künstlerische. Bernhard Deutz benutzt in seiner Klangwerkstatt in Berlin nur hochwertige Materialien. Die Bauweise seiner Instrumente wie im Geigenbau. Für große Orchester oder Musikprofis sind sie allerdings nicht gedacht. Das Ungewöhnliche an den Instrumenten überhaupt erstmal ist, dass es eben Instrumente sind, die sehr einfach spielbar sind, auch für musikalische Laien, was bei Saiteninstrumenten, bei den klassischen Instrumenten üblicherweise nicht der Fall ist. Die sind eben eher schwierig zu spielen. Anders zum Beispiel das Monochord für Menschen, denen in einer Musiktherapie geholfen werden soll. Dabei waren Saiteninstrumente hier lange Zeit überhaupt nicht gefragt, obwohl sie für bestimmte Ziele gut geeignet sind. Wenn wir einen Menschen innerseelisch ansprechen wollen, wenn wir ihn bewegen wollen, berühren wollen, müssen wir ihm unterschiedlichste Klangfarben anbieten. Und die Saiteninstrumente hat eine besonders nach innen gerichtete Wirkung, löst also eher Assoziationen aus, die mit dem Seelischen, mit dem Innerseelischen eines Menschen zu tun hat und womit er zunächst gar nicht so gerne nach außen tritt. Ein sehr intimes Instrument. Bernhard Deutz hat damit der Musiktherapie den Zugang zu diesen Gefühlswelten geöffnet. Sein Meisterstück, der Klangstuhl. Der Patient kann ihn nicht selbst spielen, er muss sich bespielen lassen und spürt am ganzen Körper den eintönigen, sonoren Klang. Das ist dass dieser Klang so unglaublich wohltuend sein kann und eine so tiefe Entspannung ermöglichen kann, dass er eigentlich quer in allen Bereichen, auch über die Musiktherapie hinaus, für Menschen sehr wohltuend und angenehm sein kann. Deshalb hat Deutz einen solchen Klangstuhl für die Toulouse-Lautrec-Schule in Berlin-Reinickendorf gebaut. Der 11-jährige Fatih kommt heute in den Genuss. Neben dem normalen Unterricht bekommt der körperlich und geistig schwerstbehinderte Junge hier die Möglichkeit, sich vom Schulalltag zu entspannen. Der Stuhl selbst ist Resonanzkörper. Die 68 Saiten sind alle auf einen Ton gestimmt. Die Wirkung nach 20 Minuten eindeutig. Die Saiteninstrumente aus der Klangwerkstatt werden sowohl in der Gruppen- als auch in der Einzeltherapie eingesetzt. Ein Instrument für zwei Spieler ist das Streichrohr. Ähnlich funktioniert diese Kalimba, ein afrikanisches Perkussionsinstrument. Neben dem Streichrohr und dem Streichbass für zwei Spieler ist das hier jetzt als drittes Instrument entstanden, wo man eben auf eine sehr nahe Weise Kontakt miteinander aufnimmt, körperlich, also viel näher als bei dem großen Streichrohr. Ja, und es ist eben auch von der Stimmung her ein Instrument, auf dem zwei Menschen auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse sehr leicht einen schönen gemeinsamen Klang erzeugen können, aber sich auch verständigen müssen auf Rhythmus zum Beispiel und es wirklich um Kontaktaufnahme übers Spiel auch geht. Ein einfaches Ausdrucksmittel also. Deutz arbeitet schon bei der Fertigung seiner Instrumente intensiv mit den Musiktherapeuten zusammen. So erfährt er, was sie für ihre Arbeit mit den Patienten benötigen, wie zum Beispiel beim Streichpsalter. Ganz einfach spielbar und in dieser Form entstanden auf Anregung eines Musiktherapeuten, der in einer Kinderkrebsklinik arbeitete mit krebskranken Kindern und sagte, bau mir ein Instrument für 4-5-jährige Kinder, die schwer krank sind, nicht mehr lange zu leben haben, wenig Kraft haben, das Instrument zu halten, sehr kleine Hände. Nicht zuletzt ging es auch darum, einfach ein Instrument zu bauen, das Freude ausstrahlt. Und Misstöne sind ausgeschlossen. Die Instrumente aus der Klangwerkstatt sind für jung und alt geeignet. Für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen aktiv oder passiv einsetzbar. Sie rühren die menschliche Seele an und lösen Gefühle aus, die sonst vielleicht verborgen bleiben würden.